Ja, lieber Armin, meine lieben Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie, begrüße euch ganz herzlich hier in Neuss am Niederrhein. Übrigens habe ich das auf dem Herweg noch mal überlegt. Ich bin mir relativ sicher, dass das 1998 auch der Ort eines Landesparteitags war, wo zum letzten Mal Helmut Kohl aufgetreten ist als damaliger Bundeskanzler und zu den Delegierten gesprochen hat. Jedenfalls ist die CDU Niederrhein stolz, Gastgeber dieses ganz besonderen Landesparteitags sein zu dürfen. Denn nachdem unser Koalitionspartner gestern dem Koalitionsvertrag mit zu überwältigender Mehrheit zugestimmt hat, beginnt dann hier und heute der Neuanfang und die Entfesselung unseres schönen Bundeslandes, meine Damen und Herren. Am Niederrhein hatten wir bereits im letzten Jahr eine wichtige Vorbereitungsversammlung für die Landtagswahl, nämlich die Aufstellung der Landesliste. Damals, viele waren dabei, im Hugo-Junkers-Hangar in Mönchengladbach, meiner Heimatstadt. Es ist wahr, die Liste hat letztlich keine Wirkungen gezeitigt, denn wir haben sehr, sehr viele Direktwahlkreise gewonnen, sodass die Liste eben nicht gezogen hat. Ich freue mich jedenfalls über jeden gewonnenen, gerade auch zurückgewonnenen Wahlkreis, 6 immerhin am Niederrhein zurückgewonnen, und allen, die Wahlsieger waren in ihren Wahlkreisen, meinen herzlichen Glückwunsch. Aber der Armin Laschet hat eben schon vollkommen zu Recht in der Sitzung des Landesvorstands und der Kreisvorsitzenden darauf hingewiesen. Das heißt eben auch, dass es ganze Regionen und Teilregionen in Nordrhein-Westfalen gibt, die derzeit nicht von einem CDU-Abgeordneten in Düsseldorf vertreten werden. Und das ist jedenfalls ein Wermutstropfen auch bei dieser Wahl. Und daher will ich noch eine ganz persönliche Bemerkung an der Stelle anschließen. Ich war wie viele andere auch aus der Bundestagsfraktion, aus dem Landtag, viel im Wahlkampf, auch als Redner in verschiedenen Landesteilen unterwegs und gerade auch in den Regionen, und das ist nicht nur das Ruhrgebiet, wo es sehr, sehr schwierig ist, einen Wahlkreis für die CDU zu gewinnen. Und ich habe dort vor Ort gesehen, diejenigen, die keine oder kaum Chancen hatten zu gewinnen, haben mindestens genauso engagiert gekämpft wie diejenigen, die bessere, sichere oder aussichtsreichere Wahlkreise hatten. Und auch denen gebührt unser großer Dank, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns die zugegebenermaßen eben knappe Mehrheit im Landtag jetzt angucken, muss man sagen, die haben dann für das Gesamtwahlergebnis gekämpft. Auch wenn Sie vielleicht gemerkt haben, hier vor Ort wird es wahrscheinlich sehr schwierig, haben Sie weitergekämpft, und Sie haben es maßgeblich mit ermöglicht, dass wir eine Mehrheit haben zwischen CDU und FDP. Und auch dafür ist es eine gute Sache und ein Dank des ganzen Landesverbands, dass das gerade auch in diesen schwierigen Wahlkreisen mit ermöglicht worden ist, meine Damen und Herren. Es stimmt, die Aufgabe, die vor uns liegt, ist groß, die vor den Landtagsfraktionen, der neuen Mehrheit im Landtag liegt, ist groß. Aber ich finde, bei diesem Parteitag hat man auch und haben wir immer noch sehr, sehr viel Grund zur gemeinsamen Freude. Unter der Führung von Armin Laschet, und ich habe das bewundert, auch in schwierigen Phasen des Wahlkampfes war es durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Das war mit ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor in diesem Wahlkampf. Haben wir einen Sieg errungen, sagen wir mal ganz ehrlich, den uns doch viele in der gesamten Bundespartei der CDU Deutschlands gar nicht zugetraut hätten. Aber wir haben es geschafft. Und diesen Sieg haben wir errungen, weil wir uns mit der nötigen Breite einer echten Volkspartei im Wahlkampf aufgestellt haben und auf die richtigen Themen, die die Menschen bewegt haben, gesetzt haben. Wir haben in der Sicherheitspolitik die Sicherheitsprobleme unseres Landes, die es leider gibt, thematisiert. NRW ist leider noch jedenfalls Hochburg der Wohnungseinbrüche, Wachstumsregion des Salafismus. Und wir haben, letztes Mal, dass man ihn vielleicht nennen muss, einen amtierenden Innenminister namens Jäger. Und dagegen haben wir gesetzt, den neuen Chefarchitekten und Chefberater bei der Neuaufstellung der inneren Sicherheit für Nordrhein-Westfalen, meinen Bundestagskollegen Wolfgang Bosbach, der ein echter Innen- und Sicherheitspolitiker ist. Und das war, glaube ich, ein gutes, auch personelles Signal. Wir haben gesetzt auf Wirtschaft und Verkehrspolitik. Im täglichen Stau, das merken wir hier auch am Niederrhein, haben die Menschen gespürt, dass unsere Infrastruktur langsam, aber sicher verrottet.
Meine Damen und Herren, die moderne Seidenstraße soll heute ja schon bis Duisburg und darüber hinaus führen. Aber wir wissen auch, bei Leverkusen kommt man weder mit einem LKW noch mit einem neuen Dienstwagen, lieber Armin, über den Rhein. Das wollen wir dringend anpacken. Und drittens und letztens haben wir beim Thema Bildung leider in den letzten Jahren gesehen, was passieren kann, wenn Ideologie über Pragmatismus, Ideologie über Realismus gesetzt wird. Eine grüne Schulministerin hat es geschafft, dass ein gutes Ziel, die Inklusion, durch schlechte, grottenschlechte Ausführungen diskreditiert worden ist. Auch das eine große Baustelle für die neue Landesregierung. Ja, wir haben in NRW, ich habe es gesagt, ein Wahlergebnis erkämpft, was viele andere CDU-Landesverbände gerne hätten. Keine Landes-CDU hat in den letzten 8 Jahren geschafft, was wir an Rhein, Ruhr und Weser im Augenblick hinbekommen haben, nämlich die Gründung einer neuen schwarz-gelben Regierung. Dazu will ich allerdings vielleicht einen bescheidenen Vorschlag machen. Natürlich sprechen wir viel von Schwarz-Gelb, aber ich meine, es sollte nicht dabei ein Bewenden finden, dass wir zwei politische Farben irgendwie zusammenrühren, sondern wenn wir es gut machen, kann daraus wieder ein tragfähiges, programmatisches Gemeinschaftsprojekt werden. Von daher soll das heute der Startschuss sein für eine solide, christlich-liberale Regierung für Nordrhein-Westfalen. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß nicht, ob irgendjemand hier im Saal ist, dem der 8. Juli 1962 noch etwas sagt. Aber wenn man in die Geschichtsbücher schaut, dann lernt man, das war das bislang letzte Mal, dass in Nordrhein-Westfalen eine CDU-geführte Landesregierung auch für eine ganze weitere Wahlperiode wiedergewählt wurde. Und vorher sollten wir uns auch dieses Datum gut merken. Damals war es übrigens der Niederrheiner Franz Meyers, dem das gelang. Und wenn es, lieber Jürgen Rüttgers, in der Politik immer gerecht zugehen würde, dann wäre das auch 2010 gelungen. Nach 5 Jahren toller Arbeit Ihres Kabinetts, Ihrer Minister, hat es leider nicht gereicht. Diesmal wollen wir es anders hinbekommen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen, und da will ich auch mitkämpfen mit allen Bundestagskollegen als Landesgruppe in Berlin, auch als Bezirksvorsitzender hier, dafür sorgen, dass eben diese nächsten 5 Jahre keine Episode in der Landesgeschichte sind, sondern der Beginn einer neuen Ära. Wir werden dafür sorgen, dass Bayern und Baden-Württemberg sich warm anziehen müssen, sich darauf einstellen müssen, dass Nordrhein-Westfalen nicht länger in allen Politikfeldern ganz unten in der Tabelle rumdümpelt, sondern dass wir um die Spitzenplätze wieder mitkämpfen zwischen den Bundesländern in Deutschland. Und noch ein allerletztes. Nordrhein-Westfalen wurde, das wissen wir leider alle, in den letzten Jahren oft als die Hochburg oder gar die Herzkammer der SPD bezeichnet. Ich finde, so schlecht sollte man über unser schönes Bundesland nicht mehr reden in Zukunft. Ab hier und heute am Niederrhein in Neuss soll gelten, das neue Herz von Nordrhein-Westfalen schlägt christlich-liberal. Vielen herzlichen Dank.